Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena Meyer-Kolbinger und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Kreativität. Ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin und ich weiß, dass Kreativität eine absolute Superkraft ist von uns. Auf meiner Webseite habe ich den kreativen Blockadentest, denn ich erlebe immer wieder in meinen Coachings, wie stark kleine Hürden schon uns zurückhalten können, das in die Welt zu tragen und das zu realisieren, was uns so wichtig ist. Und über diesen Test habe ich gesehen, dass sehr viele Menschen daran scheitern, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Ideen umsetzen sollen, ihre Projekte realisieren sollen. Das hat so viel mit Motivation zu tun und deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir Selbstmotivation genau anschauen. Was braucht es, damit ich meine Motivation oben halten kann? Was braucht es, damit ich Wege finden kann, Informationen finden kann, obwohl sie mir momentan noch nicht zur Verfügung stehen? Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. Im Kreativitätscoaching höre ich immer wieder, ich würde so gern dies oder jenes machen, aber ich weiß nicht wie. Irgendwie fehlt mir die Motivation, mir fehlt die Inspiration. Ich weiß gar nicht, wie ich das realisieren soll. Was ich auch oft höre, ist, es nervt voll. Diese blöde Motivation, immer dann verschwindet sie und ich verliere sie, wenn ich sie am dringendsten brauche, wenn ich eigentlich etwas durchziehen möchte. Denn ohne unsere Motivation können wir nichts durchziehen. Alles wird schal und lau. Es wird jede Idee, egal wie groß sie war, sie wird klein und mickrig. Von uns selbst wird sie klein und mickrig gemacht. Und mit unserer Idee schrumpfen wir und unser Selbstbewusstsein. Zurück bleibt eine Art lethargische Resignation. Wir haben es nicht geschafft, diese Idee durchzusetzen, umzusetzen, zu realisieren. Träumer, keine Macher, voll doof. Ja, ich weiß, Ideen können wunderschön sein und gleichzeitig abartig grausam. Solange wir nämlich unsere Ideen erträumen, solange sie in unseren Köpfen und in unseren Herzen und unserer Vorstellung sich befinden und wir sie konservieren und hegen und pflegen, solange ist alles leicht. Wir sind wie Superhelden. Wir sonnen uns im Glanz unserer ganzen Möglichkeiten. Alles kann. Alles ist möglich. Wir können jeden Tag 2 Seiten von unserem Buch schreiben. Wir können jeden Tag an unseren Konzepten weiterarbeiten. Wir können unsere Personas easy peasy machen. Wir rufen Kunden an. Alles ist leicht. Aber in der Realität sieht es anders aus. Da geht es ans Umsetzen und plötzlich werden wir damit konfrontiert, dass wir gar nicht wissen genau, wie man eigentlich ein Buch schreibt oder dass uns die Marketing-Skills fehlen, um dieses Business überhaupt bekannt zu machen. Oder wir werden plötzlich vor Verordnungen und Gesetze gestellt, beziehungsweise werden mit ihnen konfrontiert und stellen fest, wir können unseren Verein gar nicht gründen. Wir haben einfach die passenden Informationen nicht gehabt. Uns wird der Wind aus den Segeln genommen und dann verkriechen wir uns demotiviert
und frustriert und vergraben unsere Träume. Hallo Frustration. Die ist auf voller Linie dann da. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber wenn man sich das so vor Augen hält, da fühlt man geradezu diese Frustration, diese Mutlosigkeit. Warum kann es nicht einfach gehen? Warum schaffe ich das nicht? Ich möchte dir eine Frage stellen. Könntest du denn, wenn du dich in so einer Situation befindest, könntest du denn damit leben, dass deine Idee niemals real wird? Könntest du damit leben, dass du niemals dieses Buch schreibst? Und ich bitte dich jetzt mal, einen Perspektivwechsel zu machen. Stell dir mal vor, dein 80-jähriges Ich sitzt hier mit dir am Tisch und könnte dieses 80-jährige Ich damit leben, dass du nie in deinem Leben, wie gesagt, dieses Buch geschrieben hast, nie deine Selbstständigkeit gestartet hast, den Verein gegründet hast, einem neuen Hobby nachgegangen bist. Könntest du damit leben? Wenn jetzt dein 80-jähriges Ich daherkommt und mit der Faust auf den Tisch haut, dann musst du den ganzen Spaß gehen. Und dann kann ich dir nur sagen, aktiviere die goldenen drei. Vision, Motivation und Ziele. Denn diese drei helfen dir, deine Ideen umzusetzen. Wenn wir uns mal diese drei anschauen, dann ist da am Anfang von deiner Idee, da ist diese Vision, dieser Traum, die Vorstellung, was du da erschaffen kannst. Das ist wie dein Treibstoff, der Treibstoff für deine Kreativität, für dein Plan. Der Treibstoff ist elementar wichtig. Ohne den Treibstoff kann dein Motor von dieser Entwicklungsmaschine nicht laufen. Aber gleichzeitig kann diese Entwicklungsmaschine auch nicht in Gang kommen, wenn du keinen Motor hast. Und da sind wir bei der Motivation. Deine Motivation ist der Motor für deine Ideen. Wenn wir nicht motiviert sind, bleibt unser Treibstoff, unser Traum, der bleibt im Kanister nebendran stehen. Der wird verdampfen und gut ist. Aber es wird nie zu einer Idee werden. Und das nächste, der dritte Faktor in diesen Dreierkonstellationen ist deine Navigation. Du musst wissen, wo du mit diesem Motor, mit diesem Vehikel hinfahren willst. Dein Ziel ist dein Navigationssystem. Es zeigt dir die Richtung. Dann will dein Motor auch vorwärts gehen. Ich habe dir jetzt mal 6 Punkte zusammengestellt, mit denen du deine Vision, deine Motivation und deine Ziele auf Hochtouren fahren lassen kannst. Wie du vorwärts kommst. Diese 6 Punkte möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Den ersten habe ich gerade schon angerissen. Der Treibstoff für deine Ideen sind deine Träume. Deswegen spring da rein. Ab ins Traumland, sage ich immer. Mal dir so richtig aus, wie deine Idee ausschaut. Spring da so richtig rein, wie wenn du vor einem großen Becken stehst, diesem Sprungturmbecken im Schwimmbad. Und wenn du hineinspringst, egal ob du mit dem Kopfsprung da reinspringst oder hier eine Bombe reinmachst oder Hechtsprung oder wie auch, oder dich auch nur sanft reingleiten lässt, tauche ein in diese Welt, die da vor dir ist. Und verbinde dich emotional auch damit. Schau, was siehst du, was riechst du, was fühlst du? Wenn man eine Idee auch wirklich emotional
vereinnahmt, beziehungsweise dieses Gefühl in einem tief verankert, dann können wir uns viel intensiver mit diesem Traum verbinden. Wir leben den Traum schon in unserem Herzen. Vielen fällt es sehr, sehr schwer, diese Vision, die sie haben, in Bilder zu fassen. Wenn ihr meinen Podcast und meine Blogbeiträge kennt, dann wisst ihr, dass ich in dem Moment immer von unsere Träume kommen mit Soundtrack und Bühnenbild, mit Szenografie und allem drum und dran. Das ist eine fertige Welt, die komplett in uns entsteht und schon existiert. Mach dir die so richtig bewusst. Ein Mittel, mit dem du deine Welt für dich in der Realität manifestieren kannst und damit auch als Anker nutzen kannst, ist, wenn du mit einem Vision Board arbeitest, einem Traumboard. Das heißt, such dir Bilder in Zeitschriften oder aus dem Netz, die recht nah an deinen Traumblockbuster rankommen. Damit kannst du diese Träume schon mal aus deinem Kopf in die Realität holen. Und du kannst noch viel leichter diese Träume in der Realität und mit deinen Gefühlen verbinden, weil du siehst ja dieses Bild. Dieses Bild wird zu einem Anker oder diese Bilder. Das ist das Erste. Ab ins Traumland. Kultiviere deine Träume. Der zweite Punkt ist, lerne von den Besten. Such dir Vorbilder. Suche dir Menschen, die dich unterstützen können. Und ich meine jetzt keine realen Menschen, sondern ich meine tatsächlich Persönlichkeiten, egal ob sie lebend sind oder ob sie schon tot sind. Egal, ob du sie kennst oder ob du sie nur aus Büchern kennst, mit Vorbildern meine ich wirkliche Leuchttürme von, ich sage jetzt mal hier, von Leonardo da Vinci bis Oprah Winfrey. Alles ist möglich. Denn du musst dieses Projekt nicht alleine starten. Diese Menschen, die kannst du selber an deine Seite dir holen. Sie unterstützen dich. Vorbilder helfen dir zweifach. Zum einen inspirieren sie dich. Sie haben es ja schon mal gemacht. Und diese Menschen haben fast immer berichtet, wie sie es gemacht haben. Und das nächste ist, das ergibt sich im Prinzip aus dem, was ich gerade gesagt habe, die haben das schon gemacht. Das heißt, du kannst es ihnen abgucken. Du kannst ihre Arbeitsweise als Vorlage für dich nehmen. Du musst es nicht alleine machen. Hol dir Vorbilder. Der dritte Punkt ist, richte dich ganz klar aus. Deine Ziele, die musst du dir visualisieren. Deine Ziele musst du dir ganz konkret vor Augen halten. Was brauchst du, um deinen Traum wahr werden zu lassen? Deine Ziele sind wie deine Einkaufsliste. Das ist die Einkaufsliste, die du brauchst, um deine Idee real zu machen, um sie wahr zu machen. Vorhin hatte ich von dem Navigationssystem gesprochen. Man könnte auch statt der Einkaufsliste sagen, es sind die einzelnen Fixpunkte, zu denen du dich hinbewegen möchtest. Du willst zum Beispiel Webseiten gestalten. Hast das vielleicht ein-, zweimal auch gemacht, so. Aber das ist deine Vision. Du möchtest gerne im Webdesign arbeiten. Dann, was brauchst du dafür? Wenn das deine Vision ist, dann fang an mal zu recherchieren. Was gibt es für Plattformen? Wie machen andere das? Was für Skills braucht es zusätzlich? Wo kannst du das lernen? Sammel dir Informationen ein. Ich weiß, du kannst es eventuell jetzt noch nicht
Oder mal angenommen, du möchtest gerne Cello spielen lernen. Du hast jetzt weder ein Cello, vielleicht kannst du noch nicht mal Noten lesen. Aber du kannst dir überlegen, was sind die einzelnen Komponenten, die du brauchst. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. So. Was sind die einzelnen Komponenten, die du brauchst? Plötzlich, und jede von diesen kleinen Komponenten, die du dir jetzt zusammensammelst, um jetzt wieder bei dem Beispiel mit dem Cello zu bleiben. Gut, du musst erstmal lernen, Noten zu lernen. Da kannst du vielleicht gibt es da eine App, die du dir herunterladen kannst. Vielleicht gibt es YouTube-Filme. Punkt 1, Navigationspunkt 1, Ziel Nummer 1. Das nächste ist, okay, du brauchst eine Musikschule. Wo kannst du eventuell das Cello mal ausprobieren und ausleihen? Und dann, wie viel musst du Unterricht nehmen? Wie oft musst du üben? Und so weiter und so fort. Lauter kleine Ziele. Im Prinzip ist das, wie wenn du auf einen Berggipfel gehen möchtest und du machst jeweils an irgendwelchen Almhütten Rast. Der Weg zum Gipfel ist viel angenehmer. Er ist immer noch hart. Es ist immer noch kein Spaziergang. Aber du freust dich auf all diese Zwischenziele. Und du wirst sehen, du wirst wesentlich einfacher herausfinden, wie du deine Ideen umsetzen kannst. Der vierte Punkt, Self-Care. Kümmere dich um dich selbst. Denke positiv und sei nett zu dir. Ich weiß nicht, ob du das Zitat von Henry Ford kennst. Der sagt nämlich, ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, dass du es nicht kannst. In beiden Fällen hast du recht. Was meint er damit? Wenn du dir die ganze Zeit erzählst, das kann ich nicht, dann wirst du es nie können. Wenn du dir aber erzählst, ich kann das, dann wirst du es irgendwann können. Es liegt in deiner Hand. Du bist der Herr über dein Mindset. Das ist, da hast nur, egal was dir an Schwierigkeiten in die Wiege gelegt worden ist, was dir jetzt im Weg liegt, auf das Mindset, das du hast, deine Geisteshaltung, hast nur du Einfluss. Du kannst entscheiden, ob das Glas halb voll oder halb leer für dich ist. Du kannst aufstehen jeden Morgen und sagen, ich möchte gut zu mir sein. Ich möchte meine Idee umsetzen. Oft kommt hier auch das Thema Glaubenssätze auch mit dazu. Dazu werde ich auch noch sicherlich eine Folge machen. Glaubenssätze sind etwas, was wachsenderweise transformiert werden muss. Ich stelle mir oft Glaubenssätze vor wie ein Mobile. Wenn wir, also diese Dinger, wisst ihr, die an so Stäbchen in so einem Gleichgewicht hängen, wenn wir da plötzlich einen Glaubenssatz wegnehmen, dann geht das Ganze in Schieflage. Das heißt, wir müssen es transformieren. Und auch da, sei nett zu dir. Das passiert nicht über Nacht. Aber es ist ähnlich wie bei den Zielen. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Immer ein wenig mehr. Und der wichtigste Mensch, den es für deine Idee gibt auf dieser Welt, bist du selber. Denn nur du kannst diese Idee so umsetzen, wie du sie dir erträumt hast. Weil sie braucht dich. Sie braucht deine Gefühlswelt. Sie braucht deine Erfahrung. Sie braucht deine Seele. Du kannst zum Beispiel anfangen, dir eine Liste zu machen, die für dich Gründe belegt, beziehungsweise die dir zeigt, dass du das Zeug hast, diese Idee tatsächlich umzusetzen. Also, wenn du dich hinsetzt und dir überlegst, was bringe ich denn in meinem Rucksack sozusagen an Fähigkeiten mit, die es mir ermöglichen, wenn ich verschiedene Dinge auch lerne, wenn verschiedene Sachen sich ändern, dass ich dieses Projekt umsetze. Und du wirst sehen, da ist verdammt viel, was du,
was du da in deinem Rucksack hast, was du mitbringst, was du in diese Liste reinschreiben kannst, um deine Träume umzusetzen. Also sei nett zu dir. Und positives Denken beflügelt dein Projekt. Vielleicht ist, wenn es dir schwerfällt, positiv zu denken, dann nimm doch vielleicht auch das als Projekt, wo du wiederum die goldenen drei drauf ansetzen kannst. Was ist deine Vision, wenn du positiv denkst? Was für eine Motivation brauchst du? Und was sind deine Ziele? Kannst du gleich wieder von vorne anfangen. Der fünfte Punkt ist, sei dein eigener Superheld. Stärke dein Selbstvertrauen. Wir hatten jetzt ja gerade schon, du hast das Zeug dazu. Du hast alles schon dabei. Mach diese Liste. Und jetzt setz dich mal hin und schreib dir jeden Tag auf, was du für Erfolge zu feiern hast. Und da sind jeden Tag Erfolge. Das kannst du mir nicht erzählen. Manche Erfolge sind ganz, ganz mini klein. Aber ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Sieh ihn. Was damit einhergeht, ist auch die Praxis der Dankbarkeit und der Achtsamkeit. Dass man Dinge überhaupt sieht. Weil wer, bitteschön, soll denn sehen, was du alles erreichst, wenn nicht du? Du, denk dran, du bist der wichtigste Mensch für deine für dein Projekt, für deine Idee. Deswegen bau dein Selbstbewusstsein auf. Schau dir jeden Tag an, was sind die Erfolge und wenn sie nur so klein sind. Der sechste Punkt, um diese goldenen drei zu aktivieren bzw. auf Hochtouren laufen zu lassen, ist, such dir eine Gang. Das unterscheidet sich jetzt von dem Punkt der Vorbilder in dem Punkt, dass du dir tatsächlich menschliche Verbündete suchst und dich mit Machern umgibst. Menschen, die auch etwas umsetzen wollen. Denn auch hier ähnlich wie bei den Vorbildern, die aber wirklich mehr für deinen inneren kreativen Raum auch sind, für dein Mindset, so arbeitet es sich in der Realität mit anderen Menschen einfacher. Das heißt, such dir Partner, die den gleichen Weg gehen wie du, die einen ähnlichen Weg gehen wie du. Motiviere dich mit ihnen. Wo findest du solche Menschen, fragst du dich jetzt vielleicht. Überall dort, wo sich Menschen vernetzen, die etwas umsetzen wollen. Das heißt, das können Vereine sein, das sind Facebook-Gruppen, Weiterbildungskurse. Überall dort sind Menschen, die etwas mehr haben wollen, die weiterkommen wollen. Und da ist eine entsprechende Basis. Ich weiß, solche Menschen, so eine Gang, die liegt nicht auf der Straße rum. Ich bin dankbar, dass ich selber meine Gang habe, mit der ich mich entwickeln darf. Und ich weiß, die liegen nicht, wie gesagt, nicht auf der Straße. Aber wenn wir die Augen offen halten, dann können wir sie treffen. Und vielleicht verbündest du dich erstmal mit Menschen, wo du feststellst, es passt nicht. Gut, dann lass sie gehen. Dann die nächsten. Egal wie, du wirst etwas für dich mitnehmen können. Davon bin ich überzeugt. Also, ich wiederhole nochmal. Die sechs Punkte, mit denen du die goldenen drei Traum, Vision, die Motivation und deine Ziele so richtig auf Hochtouren laufen lassen kannst, ist, indem du deine Träume zelebrierst und richtig da reingehst, indem du dir innere Vorbilder suchst, mentale Mentoren, indem du dich klar auf deine Ziele ausrichtest und deine Ziele auch visualisierst als einzelne Zwischenpunkte. Viertens, indem du
freundlich und nett zu dir bist, Selbstfürsorge betreibst und positiv denkst. Der fünfte Punkt ist, stärke dein Selbstvertrauen. Stärke dieses Vertrauen darin, dass du das schaffen wirst. Und der sechste Punkt, such dir eine Gang, such dir Mitstreiter, mit denen du zusammen diesen Weg gehen kannst, also wo die auch aktiv gehen. Mit diesen sechs Punkten kommst du auf jeden Fall voran und du wirst alle Faktoren, die du brauchst, um deine Idee umzusetzen, stärken. Ideen und Projekte sind zum Wachsen da. Jeder dieser sechs Punkte, die ich gerade genannt habe, ist wie ein Baustein, oder ein Pflasterstein sozusagen, die den Weg zu deiner Idee, zum realen Projekt dir ebnen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Zitat kennst. Ich glaube, es wird Franz Kafka zugesprochen oder zugewiesen, egal. Wege entstehen, indem wir sie gehen. Wege werden aber auch zu Wegen in dem Moment, wenn sie mehr als nur ein Schritt sind. Das heißt, wir müssen durchhalten. Jede Idee, die wir haben, die wir umsetzen wollen, ist ein Wachstumsprozess, ist eine Chance, die wir uns eine Aufgabe, die wir uns selber stellen, um daran zu wachsen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Um etwas zu schaffen, was es davor nicht gab. Ohne dass du deine Idee umgesetzt hättest, würde es sie nicht geben. Nicht in dieser Form. Vielleicht in irgendeiner anderen, aber nicht in exakt dieser Form. Bitte genieße diesen Prozess auch. Ich weiß, ich habe es am Anfang gesagt, Ideen können so grausam sein. Der Prozess ist wie ein Weg auf einen Gipfel und da können einem die Waden echt sowas von wehtun. Aber trotzdem, genieß es, denn du hast eine wunderbare Aussicht. Du schaffst es. Mit jedem Schritt kommst du ein Stückchen höher. Mit jedem Schritt fühlt sich der Untergrund anders an und so weiter und so fort. Der Prozess, genieße ihn. Denn Kreativität ist ein Inside-Job. Ganz egal, wie laut deine Idee ist, wie extrovertiert das Projekt ist, wie präsent es ist. Es hat immer mit dem Quell deiner Kreativität, deiner Idee zu tun. Und die ist da drin. Sie ist leise. Sie ist leise und oft verwechseln wir diese Vision von einer Idee mit dem Wunsch, ich würde gerne sein wie XY. Ich wäre gerne wie dieser, ich würde gerne malen wie dieser Künstler oder jener. Und das habe ich schon häufig gehört, dass Menschen Ideen hinterhergejagt sind, Vorstellungen hinterhergejagt sind. Und mir ging es auch schon so. Ich habe einmal 2 Jahre lang, ich war so beeindruckt von einem bestimmten Künstler und seinem Malstil, dass ich 2 Jahre lang damit gearbeitet habe. Ich habe versucht zu verstehen, wie er diesen Malstil aufgebaut hat. Ich habe versucht, in diese Gedankenwelt reinzugehen. Ich habe eigene Werke geschaffen mit dieser neoimpressionistischen, floralen Bildgestaltung. Und als dann so einige vor mir standen, habe ich aber gesehen, es ist eben nicht meine Vision. Das ist nicht meine Idee. Die Bilder, die ich geschaffen habe, waren wunderbar. Ich habe sie auch gut verkaufen können.
aber sie waren für mich, wenn ich drauf geschaut habe, seelenlos. Sie waren eben nicht meine Vision. Denn meine Vision für mich lag tiefer. Sie hat viel mehr mit einem tiefen Bedürfnis auch zu tun gehabt. Dem Bedürfnis, etwas ganz Eigenes zu schaffen, eine eigene Sinnhaftigkeit zu schaffen. Und erst als ich mich mit dem Kreativitätscoaching, in dem Fall ich selber als auch als Klient, auseinandergesetzt habe und später meine Ausbildung gemacht habe, erst da konnte ich anfangen zu sehen, was meine eigene Vision war, was der Unterschied ist zwischen ich möchte sein wie und ich möchte so sein. Und diese Vision ist, gerade wenn ich jetzt hier an die Kunst denke, ist wesentlich leiser, als ich gedacht habe. Aber sie ist sehr, sehr präsent. Unglaublich präsent. Deswegen meine ganz eindringliche Bitte an dich. Lass deine Idee nicht verkümmern. Auch wenn du aktuell nicht weißt, wie du sie umsetzen sollst. Aktiviere die drei goldenen, die goldenen drei so herum. Die goldenen drei. Aktiviere deine Träume, deine Motivation und richte dich auf deine Ziele aus. Und lass wachsen, was immer da wachsen möchte. Es wäre zu schade drum. Frag dein 80-jähriges Ich. Wäre das traurig darum? Ja, damit komme ich zum Ende von dieser Folge. Eine Folge, die mir sehr, sehr wichtig war, weil ich, wie gesagt, sehe gerade im kreativen Blockadentest, wie viele genau an diesem Punkt straucheln. Die Hürde, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, wie groß die für viele ist. Immer da, wo eine Idee war, sind auch Wege und Lösungen, um das umzusetzen. Wenn du jetzt Lust hast, eventuell auch den Blockadentest zu machen, dann geh einfach auf meine Webseite www.sichtbar-anders.de und dort findest du den kreativen Blockadentest. Mach ihn, ich würde mich total freuen. Du wirst eine Videoauswertung von mir auch bekommen, wo ich dir schon erste Hinweise gebe. Weitere Hinweise bekommst du natürlich in meinem Newsletter. Und wenn du magst, besuche mich doch nächsten Montag in meinem Morning Flow Club. Immer 8:30 am Montagmorgen gebe ich auf Instagram oder Facebook live eine Morning Flow Session, mit der ich selber mit Freude und Flow in die Woche starte, weil ich das erschaffen möchte, was mir wichtig ist und mich antreibt. Und ich lade dich ein, das ebenfalls zu machen. Lass uns eine eigene kreative Routine entwickeln, mit der wir erschaffen können, was so wichtig für die Welt ist. Weil jede Idee macht unsere Welt reicher und bunter. Teile auch gern deine Gedanken zu dieser Folge. Ich freue mich, ich werde auf Instagram und Facebook einen Post machen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Denn es wird langsam hier dämmerig. Lass es schillern. Bis ganz bald, deine Verena.